Lee Kressner, Pionierin des abstrakten Expressionismus und eine der unbeirrbarsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie malt, kollagiert, zeichnet, reflektiert dabei kontinuierlich ihr eigenes Schaffen. Kressner selbst sah sich als Künstler, nicht als weibliche Künstlerin, nicht als amerikanische Künstlerin. Lee Kressner umgeht mit ihrer Malerei die gängigen Kategorien der Kunstwelt. Ihr Stil zeichnet sich dadurch aus, keinen Signature-Style zu haben. Sie lebt ihre Kunst, taucht tief in ihre Arbeit ein. Die Veränderungen, die das Leben mit sich bringt, nutzt sie produktiv und entwickelt ihre Arbeit in Werkzyklen, immer wieder radikal neu. Auch scheut Kressner nicht vor der Zerstörung und Überarbeitung alter Werke zurück. Bereits mit 14 Jahren weiß Kressner, dass sie für die Kunst lebt. Und das, obwohl niemand in ihrer Familie einen künstlerischen Hintergrund hatte. Malen war für sie eine unmittelbare Ausdrucksform. Manhattan, 1920er Jahre, Schmelztiegel und kulturelle Metropole. Hierhin zieht Lee Kressner mit 19 Jahren. In den 40er Jahren trifft sie auf die Schlüsselfiguren einer pulsierenden, bewegten Zeit. Mark Rothko, Barnett Newman, Stuart Davis und Willem de Kooning. Als Frau muss sie sich in der männlich dominierten Kunstszene durchsetzen. Kressner gilt als Pionierin des abstrakten Expressionismus. Eine Kunstrichtung der modernen Malerei, die in den USA ihren Ursprung und ihr Zentrum hatte. Eine Abkehr von den damals vorherrschenden europäischen Bildtraditionen. Es geht ihr um Intuition und Emotionalität. Um eine neue bildnerische Sprache und Arbeitsweise. Bei der gemeinsamen Arbeit an einer Gruppenausstellung lernt sie Jackson Pollock näher kennen. Seine Werke sollten lange mehr öffentliche Beachtung finden als ihre. 1945 heiraten Kressner und Pollock. Die Verbindung der beiden spiegelt sich auch in ihrer Kunst wider. Wobei Kressner hier in ihren eigenen Worten klarstellt: Ich habe vor Pollock, während Pollock, nach Pollock gemalt. Das Selbstbild Kressners war bestimmt von ihrer Identität als Malerin. Mit bemerkenswerter Energie und Freiheit blieb sie sich selbst treu und setzte damit auch ein Zeichen für kommende Generationen. Sie hat sich gegen die Widrigkeiten behauptet, denen eine Frau, die Kunst machen wollte, zu dieser Zeit ausgesetzt war.